Hilfe! Hilfe! Geh weg! Victor! Ich hoffe, du hast schon den Monat. Nee. Danke, Mr. Bubbles. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, geht. Geh, Mr. Bubbles. Alter. Ach komm. Ich tu nix, ich will nix tun. Bin ganz lieb. Du warnst mich, ne? Soll ich den jetzt platt machen? Ja, geht. Solange man euch nicht angreifen will, tut ihr anscheinend nichts. Ist gut. Ja, ja, geht ihr mal. Geht ihr mal. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstmord. Ich habe eigene Bedürfnisse, sagt er. Ich brauch Energie. Das hier nehmen? Nee. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat jede So, Plattbiese. Keine Angst, ich tu nix. Ich tu nix. Bin ganz lieb. Will nur das hier und. Ja, ja. Ja, ich muss ihn aber platt machen. Das ist ja. Ich muss ihn ja platt machen, aber ich weiß nicht wie. Ja, ja. Wieso greifst du nicht die anderen Firepies an? Immer nur mich, ey. Raus du dich. Jetzt nach. Dein Untergang. So. Und das ist die kleine Krieg. So. Kleiner werde ich auch kriegen. Aber mit der Art von Munition bin ich. Mein Bauch ist voll, Mr. B. Ja. Macht dir nichts. So. Schock. Ink? Ah, das war ionischer Schrot. Natürlich. Tot. So. Gleich habe ich an gar nichts mehr. Munition. Kann ich nur flambieren. Also, ihr seht, dieser Abteil hält mich lange auf, aber ich will die Little Sisters retten. Nun mal ist das so. Ich will da haben. Ja. No, schießen kaputt. Schieß, 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 schieß. 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 Ja. Ah, er hat's kaputt gemacht. Das ist doof. Das kam aber gut. Oh, da kommt wieder seine Telekinese. Und tot bin ich. Verdammt. Das war jetzt so gut. Ich habe gedacht, das Ding macht ihn jetzt platt. Das wäre ja so geil gewesen. So, liebe Freunde. Die letzten 10 Kugeln. Was machen wir dann? Nahkampf? Scheiße. Ich gehe ein, ey. Ich habe eine Menge Kohle. Ich könnte mir eigentlich Munition kaufen, wenn ich doch bloß irgendwas mit Munition finden würde. Tja. Irgendwie kriegt man die Kleine nicht so wirklich, ne?
So, mal hier Munition. Verbandskasten, ja, was heißt nur? Ich meine, kann ja auch. Eve-Spritze ist auch schön. Maschinengewehrpatronen. Schlüssel für die Tauchglocke? Oder was? Stand da. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt kann nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ah. Schön, schön. Aber ich suche hier gerade noch nach ein paar Sachen. Vielleicht gibt es da noch irgendwo Munition, was hier versteckt ist. Wenn ich ja schon hier was gefunden habe. Nein, hallo? Bandagen. Ja, freut mich. Aber wir haben jetzt Patronenmunition. Was jetzt natürlich nicht. Sag mal, Dicker. Wo ist die Kleine? Oder holst du sie ab? Du holst sie ab, ne? Gerade war sie noch da bei dir. Ja, dann mach. Dann, will ich dich ja nicht hetzen. Suche nach Fontänenfischeries, um die geheime Anlagestelle zu finden. Ja, gut, mach ich ja gleich, aber. Hallo? Wir haben hier ein Little Sister-Problem. Komm, Digga. Mach mal hinne. Ich meine, was bist du für einer? Bist du ein Mensch? Warst du ein Mensch? Jetzt mal im Ernst. Das hat dich nicht noch interessiert. Was du für einer bist? Ja, ich bin da. Hast mich gesehen. Kannst sie ruhig rausholen. Weiß, du beschützt nur die Kleine, aber trotzdem. So. Ja, ich muss ja voll da reinlaufen, ging ja nicht anders. Der ist wieder weg, ne? Ja, da ist er. Oh. Kackwurst. Scheiße. Ich halte euch echt zwei Folgen damit auf. Aber, wie gesagt, ich will die Kleine retten. Ich will die Kleine haben. Und ich habe fast keine Munition. Alter. Volle Breitseite. Ich finde es wert. Schade, dass hier, keine Munition gibt. Genau. Schieß. Schieß den Big Daddy. Meine Panik auf der Titanic. Ich will nur die Munition. So. Tot. Schon wieder. Verdammt. Aber jetzt ein paar Munition. Oh. Ein paar ist gut. Lieber Alpha. Du hast jetzt gleich gar nichts mehr. Ja, es ist eine Chaotenfolge jetzt. Die jetzige und die letzte. Ich weiß, aber ist doch schön für ein Wochenende. Vor allem, wenn man versucht, ein paar Big Daddies platt zu machen. Ich wette, es gibt eine gute Methode, die platt zu machen. Und das kennt nur einer von euch. Ich bin hier, um dich zu retten. Ich finde dich. Aha. Oh, oh. Der kommt so einfach an mir vorbei. Mutter Gottes! Hilf mir! Ich bin ganz klar!
So. Von euch kommt ja nichts. Der hat mich erwischt, der Sack. Ich wollte ja eigentlich, dass die anderen beiden wieder auf ihn ballern. Ich habe jetzt echt nichts mehr. Verdammte Hacke. Schicht im Schacht. Ich hab nicht mal Schrotgewehr. Hier kommt's. War das nicht? Ah, schmeiß doch das Ding jetzt. Schmeiß doch das Ding hin, Digga. Genau. Da. Wollt, dass du schmeißt, damit ich das zurückschmeißen kann, aber du willst ja nicht. Gleich habe ich ein kleines Problem. So. Ja, brauchst jetzt auch nicht, wenn ich das machen kann. Krieg ich dann Blatt? Jetzt habe ich ja nichts mehr. Das ist jetzt natürlich doof. Was machen wir denn jetzt? Moment, Moment, Moment. Wo haben wir denn hier die Feuerfertigkeiten? Wir nehmen Elektro, machen Feuer rein. Blieb mir jetzt nichts anderes übrig, da lag ja diese, wie heißt das denn? Granate. Feuer, nein, Feuer tut hier was. Mag's kein Feuer. Genau. Töte mich und dann komme ich wieder und flambiere dich. Ah. So. Flambiere. Gut, dass ich Feuerfertigkeit habe. Ich will jetzt schon träumen, So, kleine Feuerwehr. Rot. Oh, du siehst ja gut aus. Ey, ich, also die Grafik gefällt mir wirklich. Also dieses Brutzeln. So. Wo ist die Kleine? Verdammt, danke. Verdammt. So. Nein. Nein. Doch. Wird langsam Zeit. Nochmal. Danke. Danke. Bitte. Mehr. Kann man jetzt was kaufen, verbessern oder so was? Oh Mann, ey. Heilige Mutter Maria, ey. Ja, wir haben nur die zwei. Ja, ist gut. Du Scheiße. Der Kaufsautomat. Ja, gut. Hab ich's gehackt? Hab ich's gehackt. Jetzt kann ich aber hier ruhig ein bisschen einkaufen. Haben wir noch mehr hier? Pistolenkugel? Das war's. So. Sieht mal ein bisschen gut hier aus. Nochmal? Ah nein, ich dachte schon. Die Kleine, die jetzt nur nach oben flüchtet, ne? Ja, ja. Genau. Aber hier war jetzt noch eine Leiche. So. Mal hier dein Kaffee. Rosie, die habe ich auch platt gemacht. Ist scheiße, wie hieß die andere? Wie hieß der andere denn? Ich hoffe, das war's. Zwei haben wir jetzt befreit. Sag jetzt nicht, hier kommt ein dritten und dreh ich am Rad. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, dann verliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Gut.
Ich glaube, jetzt kommt hier keiner. Ich bin jetzt so still, weil ich jetzt irgendwie noch ein Stampfen erwarte. Und noch so ein Geräusch wie dies eines Wals. Hast du auch einen Nab? Ah, du bist auch die Rosie. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Der dritte. Also wieder einer, der einen abholt. Ich krieg nicht zu viel, ey. Gut, wir wissen aber, das Lambieren hat ja geklappt. So. Eieieiei. Komm schon, Mr. Coswell zählt auf mich. Gut, freut mich. So, da wir ja jetzt in den beiden Folgen hier rumhingen, würde ich jetzt sagen, liebe Freunde, geh jetzt wieder hier zurück, setz einen kleinen Cut. Ne, machen wir wieder einen kleinen Break und gucken, dass wir jetzt dann normal weitergehen. Ich denke mal, zwei Stück reichen, obwohl ich müsste noch einmal eine Little Sister befreien. Spontane Frage an euch. Soll ich die Sisters befreien oder nicht? Das würde mich auch interessieren, was ihr davon hält. Ansonsten entscheide ich selbst. Also Leute, bis dahin und zur nächsten Folge von Bioshock. Nun haben wir jetzt den zweiten Teddy vernichtet und die zweite Kleine gerettet. Aber nicht vergessen, es sind immer noch drei Little Sisters insgesamt. Und da fehlt uns noch eine, ob wir die kriegen. Naja, sehen wir in der nächsten Folge hier in Bioshock.